Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search und hier geht es um den zweiten Teil meines Schnellüberblicks aller Nasdaq 100 Aktien, damit ihr wisst, welche Aktien sind eigentlich da drin, wenn ich so ein Nasdaq 100 ETF kaufe, was auch sehr, sehr stark mit dem Nasdaq Composite korreliert, wo dann alle Nasdaq Aktien drin sind, aber wahrscheinlich auch bei der Gewichtung vom Nasdaq Composite sind die Nasdaq 100 Aktien über 90%. Es gab schon ersten Teil des Videos, wo die Plätze 100 bis 50 vorgestellt werden mit den eher unbekannteren Aktien und wo uns auch schon aufgefallen ist, da sind nicht nur Tech Aktien drin. Video ist auch hier verlinkt, gerne sich anschauen und jetzt geht es eher um die bekannteren Aktien und auch der Hinweis, anders als im ersten Teil, und auch der Hinweis, hier bin ich doch in einigen Aktien investiert, daraus können sich Interessenskonflikte ergeben und wie immer, das hier ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung und die Aktien sind nach der Gewichtung geordnet und am Ende gibt es auch nochmal 5 Favoriten. Und natürlich auch, das hier ist ein grober Überblick in einem Video, 50 Aktien, da gehen wir natürlich nicht so in die Tiefe. Die erste Aktie oder die 51. wäre Cintas, ist auch ein Dividendenaristokrat. Da gibt es ja auch ein längeres Video, 68 Dividendenaristokraten. Hier ist es ein Hersteller von Arbeitskleidung, Arbeitsuniformen. Eigentlich was wirklich sehr Triviales und Langweiliges, aber sehr erfolgreich, wie wir im Chart sehen. Ich finde es für das Geschäftsmodell, auch wenn man da wahrscheinlich gute Langlaufverträge hat und gewisse Skalenvorteile, war es sehr, sehr teuer und sowas kauft man halt auch im Nasdaq mit. Spannender da vielleicht ein Monster Beverage, auch eine der besten Aktien der letzten 20 Jahre, letzten 10 Jahre sogar fast Humana und auch die Bewertung ist Humana jetzt mit einem KGV so von um die 30, ist natürlich immer noch viel, aber das war schon mal auch wo ganz anders und sie haben nicht nur Monster Beverage, was so ein bisschen wie Red Bull ist, sie setzen auch viel auf Sport, wobei ich Red Bull als Marke besser finde und auch als Produkt. Monster habe ich einmal probiert, ja, da war ich irgendwie komplett neben der Spur, ja, irgendwie Herzrasen, sowas ist mir bei Red Bull noch nicht passiert, aber sie kaufen da auch Marken zu oder starten neue und profitieren halt davon auch so ein bisschen, dass Coca-Cola da vieles liegen gelassen hat. Inzwischen ist halt 63 Milliarden natürlich auch schon sehr, sehr viel, zumal sie jetzt nicht ganz so stark in Europa sind. Auch O'Reilly finde ich wirklich sehr, sehr viel. Das ist eigentlich so ein HTU in den USA, also Autoreparaturen. Klar ist relativ krisensicher, weil in einer Rezession kaufen die Leute sich weniger ein neues Auto und reparieren mehr. Aber ich habe natürlich auch neue Konkurrenz durch Online-Anbieter. Ich habe Elektroautos, wo es nicht mehr so viele Ersatzteile geben wird. Und ich habe eine Bewertung, die größer ist als irgendwie bei den Internet-Schwergewichten. Wäre auch etwas, was ich jetzt per se bei der Bewertung nicht so spannend finde. Aber ihr seht, der Chart lief sehr, sehr gut die letzten Jahre und ist halt auch so ein Beispiel. Ne? Also wenn einfach der Nasdaq gekauft wird, dann werden diese Aktien mitgekauft. Leute sitzen auf dem Gewinn, aus steuerlichen Gründen verkaufen sie nicht. Und solange sie halt da nicht groß enttäuschen, läuft es immer so ein bisschen weiter. Sehr, sehr spannend, aber die nächste Aktie, eine meiner Favoriten aus dem Nasdaq, deswegen hier auch nochmal der Hinweis, ich bin darin investiert, wäre PayPal. Wir sehen inzwischen, die Bewertung ist wirklich sehr human und die Schätzungen sind auch eher konservativ mit einem aktuellen KGV von um die 17. Das könnte auch nochmal deutlich günstiger werden. Man hat Wachstum und während Corona stand die Aktie wo ganz anders. Ich finde den neuen CEO wirklich ganz gut und die PayPal-Marke ist immer noch stark. Man kann noch viel draus machen, sind in den letzten 10 Jahren ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben und anders als es bei den anderen Firmen finde ich auch die absolute Marke, sind 67 Milliarden für wirklich so eine globale, eigentlich die größte Fintech-Marke auch noch beherrschbar. Also ähnlich wie bei Meta, glaube ich, überwiegen hier die Chancen, die Risiken, da sie einfach viele Optionen haben, auch im Kryptobereich, im Offline-Bereich, sag ich mal, auch in der App, da kann man noch viel draus machen. Aber muss man natürlich abwarten und dieses neue Management muss auch erstmal liefern. Aber bewertungstechnisch, und das ist ja auch relativ kalkulierbar, ist jetzt nicht mehr so die Fallhöhle so hoch. Und zuletzt hat sich das Momentum auch ein bisschen gedreht. Auch eine schöne Aktie finde ich Marriott. Das ist eine sehr, sehr große Hotelmarkensammelsurium. Wie wir hier sehen, haben da auch viel zugekauft. Das heißt, denen gehören jetzt nicht unbedingt die Hotels selber, aber sie haben halt dann die Marke davon mit einer Webseite etc. Funktioniert auch sehr gutes Geschäftsmodell. Langfristig halt die Frage, ne, wenn die Leute immer über Booking buchen, dann wird die Hotelmarke ein bisschen unwichtiger
und wenn ich die Assets dann weniger selber nutze, irgendwann werden die Leute auch sagen, okay, dann vielleicht baue ich einen eigenen Brand auf, gerade die jüngere Generation will auch mehr Boutiquen, ja, und nicht alle Marken sind halt hier so stark wie Sheraton und Marriott, und Marriott steht ja auch eher jetzt nicht so für super Luxus, sondern eher so für Mittelklasse meiner Meinung nach, aber sie haben auch moderne Marken wie W-Hotels in Barcelona, dieses Segel, was vielleicht der ein oder andere kennt. Wir bleiben im Travel-Sektor. Das wäre Airbnb, inzwischen auch von der Bewertung ein bisschen runtergekommen, sind der Weltmarktführer bei diesen alternativen Unterkünften, wobei halt dieses Segment, ja, glaube ich jetzt auch, da flacht halt die Wachstumskurve ab und sie können halt anders wie Booking nicht in die Hotels so reingehen von der Marke. Also da gefällt mir, wenn wir auch noch dazu kommen, Booking ein bisschen besser, weil der adressierbare Markt größer ist, wenn ich halt auch noch Hotels habe. Und manchmal, wenn ich einfach eine Unterkunft suche, ist mir auch egal, ob ich jetzt ein Hotel oder eine Ferienunterkunft oder so buche, was auch immer mehr direkt geht. Aber es ist eine schöne Marke vom Design und vom Marketing machen die es gut und natürlich auch noch ein bisschen jünger und agiler, haben da eine starke Community aufgebaut. CrowdStrike ist ein führender Cybersecurity-Anbieter, der sich vor allem auf Threat Intelligence und Incident Response Service spezialisiert hat. Also es geht vor allem Sicherheit so um die Cloud. Ist einer der teuersten Aktien und auch einer mit der höchsten Qualität, immer noch sehr, sehr hohes Wachstum, aber halt 18 Mal Umsatz ist natürlich schon ambitioniert und nach 77 Milliarden Market Cap ist natürlich schon sehr, sehr viel. Wie ich es auch im ersten Video gesagt habe, wie schaut halt der Markt da in 5 Jahren aus? Kommt da was Neues auf? Finde ich immer relativ schwierig zu beurteilen, vor allem bei diesen Bewertungen. Aktuell gibt der Erfolg der Firma allerdings recht. CSX ist jetzt nicht so das typischste Nasdaq-Unternehmen auch. Das ist ein Transportunternehmen, das sich auf den Betrieb von Eisenbahnen spezialisiert hat, also Gütertransport, Logistikdienstleistungen, vor allem in den USA. Aber dafür ist die Bewertung auch ein bisschen humaner, aber auch riesig. Ja, 70 Milliarden, das ist ja auch so ein Oligopol von diesen Firmen und da gehören sie dazu. Mercado Libre ist eine Aktie, die auch am Nasdaq notiert ist, aber eigentlich nicht tradet wie eine argentinische Aktie, sondern eher wie eine amerikanische Aktie mit Emerging Markets Exposure. Sehr, sehr teuer und ich glaube, sie haben halt auch sehr, sehr stark profitiert, dass sie halt im Nasdaq-Index drin sind, immerhin mit 0,5%. Das ist natürlich schon auch spürbar und sind so das führende E-Commerce-Unternehmen in Lateinamerika, machen aber auch mit Payments noch sehr, sehr viel, lief auch sehr, sehr gut. Aktie war immer teuer, aktuell in der eigenen Historie eher sogar günstig bewertet, wobei natürlich auch im Payment noch neue Konkurrenz gibt. Das Video ist noch sehr, sehr alt, was wir hier sehen, seitdem hat sich es wahrscheinlich vervielfacht. Ist eine Aktie, die ich von der Qualität her sehr, sehr schätze, wäre für mich aber aktuell eher ein Watchlisten-Kandidat, weil es gerade in Lateinamerika auch günstige Aktien gibt, die ähnlich stark wachsen. Auch eine der besten Aktien, Cadence Design, ja, diese ganze Halbleiterbranche ist aktuell komplett am Boomen wegen AI. Ist halt die Frage, wie groß das wird und wie weiter die Investitionen da gehen. Aktuell sind wir sicherlich sehr, sehr oben am Bewertungspeak, weil Cadence Design macht eigentlich nur so Software, damit man so Chips designen kann. Also die Zielgruppe von Leuten, die sowas nutzen, sind auch überschaubar. Vielleicht gibt es auch irgendwann neue Wettbewerbe durch AI und 85 Milliarden ist natürlich schon sehr, sehr viel. Auch 18 Mal Umsatz, also sowohl von der relativen als auch absoluten Bewertung wäre das mir jetzt zu viel. Auch wenn sie sich selber als AI-Aktie, auch wie wir hier sehen, vermarkten, ist sicherlich auch noch nicht so bekannt, ja, weil es einfach ein sehr, sehr viel B2B-Umfeld ist und hat einen schönen Chart, also auch was für Trader, aber aus Value-Gesichtspunkten absolut und relativ wäre mir das zu gefährlich. Da vielleicht sogar eher noch die ASML Holding, eine der größten europäischen Firmen, wobei es eigentlich auch nur ein Maschinenbauer ist, der eine Handvoll Maschinen im Jahr verkauft und dafür 340 Milliarden wert ist. Aktuell kommt aber kein Chiphersteller wie TSMC oder Samsung Electrics oder diese Fabriken an den Produkten von ASML, den EUV-Maschinen, dran vorbei. Sie haben da ein Monopol aktuell. Das war nicht immer so, das kann sich auch mal wieder so ändern. Aber die Investitionszyklen sind da natürlich groß und ASML ist halt auch extrem stark vernetzt in einem sehr, sehr starken Lieferantennetz, wo Europa noch so eine Stärke hat, wie in der Optik zum Beispiel Carl Zeiss. Und Trumpf ist aber natürlich jetzt auch mit 46er KGV schon sehr teuer. Und sie profitieren halt, dass sie im Nasdaq-Index sind und auch im Euro-Stoxx-Index, wenn halt europäische Investoren
europäische Aktien für Tech-Exposure suchen und natürlich auch, um das Thema AI und Chip- und Halbleiterbranche zu spielen, wo es natürlich auch jetzt viele Investitionen gibt, nicht nur wegen AI, sondern auch, weil natürlich alle Kontinente und Machtzentren halt eine eigene Chipindustrie wollen, um halt da weniger anfällig zu werden, wenn da irgendwo mal was passiert mit zum Beispiel China. Und das ist die einzige chinesische Aktie noch im Nasdaq 100 Index, waren auch mal mehr, wäre Pinduoduo, die ja mit Temu, und das kennt vielleicht der ein oder andere, wirklich für Furore sorgen und auch zu einer nicht zu unterschätzenden Konkurrenz für Amazon. Ne? Alibaba hat in China ein bisschen unterschätzt und gesagt, ja, das sind ja nur so Mistprodukte und sind irgendwie in kleineren Städten. Wachstum in letzten Zahlen war bombastisch. Es ist natürlich die Frage, wie lange kann es aufrechterhalten werden und wann macht der Staat was dagegen, dass da überall diese kleinen Päckchen rumgeschickt werden. Aber das Geschäftsmodell ist halt eigentlich schon relativ clever. Oft sind die Produkte die gleichen auf Amazon deutlich teurer, weil sie einfach von den Produzenten sich die Produkte einfach ins Lager liefern lassen, das nicht selber einkaufen und dann abverkaufen. Also sind eigentlich nur eine Marketingplattform, sehr lean unterwegs. Das schon clever gemacht. Und für das Wachstum von zuletzt 100% ist die Bewertung eigentlich auch noch in Ordnung. Synopsys ist ähnlich wie Cadence Design, sag ich mal, das große Gegenstück auch im Bereich Chip Design, Software. Wollen auch weiter was zukaufen. Auch ähnlich teuer, ähnlicher Chart. Auch Siemens hat in dem Bereich was, wo sie aber eher Marktanteile verloren haben. Hier geht es so ein bisschen das Gleiche, was ich auch zu Cadence Design gesagt habe. Und aber auch substanziell, ne, mit 0,6% im Nasdaq drin. Gilead Sciences war auch einmal ein absoluter Highflyer. Die hatten so ein oder haben immer noch so ein Hepatitis C-Mittel, was extrem teuer war, aber halt wirklich halt geheilt hat. Haben damit Geld gedruckt. Da gab es natürlich dann irgendwann Widerstand, dass das nicht so durchsetzbar ist. Seitdem sind sie auch eher, sag ich mal, im Seitwärtstrend. Aktie ist nicht teuer. Aber das Wachstum ist halt auch nicht mehr so da, seitdem die Hepatitis C-Pille da nicht mehr so mit wachsen. Aber ein typisches Big Pharma- oder Biotech-Unternehmen. Der größte Cybersecurity-Anbieter der Welt wäre Palo Alto Networks, die zuletzt enttäuscht haben. Auch hier relativ teuer und ist halt die Frage, ne, immer mit den Technologien, wäre sicherlich auch mal was wert für ein Video. Und auch natürlich auch gerne kommentieren, wenn ich zum einzelnen dieser Aktien hier ein einzelnes Video machen sollte, gerne mit Begründung kommentieren. Vielleicht mache ich es dann oder nehme es auf die Liste auf. Weiter geht's im Halbleitersektor, KLA. Das ist auch so ein typischer Zulieferer für die Halbleiterbranche, ist nicht so monopolartig wie ASML, machen zum Beispiel Prozesskontrollen, Inspektionslösungen und profitieren halt auch von diesen Treibern, dass da aktuell sehr, sehr viel investiert wird. Die Multiples sind aber alter auch sehr, sehr stretched. Ne? Und das ist natürlich immer die Gefahr bei solchen Zyklikern, wenn ich die am Peak kaufe und dann noch zu hohen Multiplen, wenn dann das Wachstum mal runtergeht, dann gehen auch die Gewinne runter, dann verliere ich halt beim Multiple und auch bei den Gewinnen und dann kann es stark fallen. Also offene. Die Chipindustrie ist sicherlich nicht mehr so zyklisch wie früher, aber das, ich habe ja schon Sätze gehört, die Chipindustrie überhaupt nicht mehr zyklisch. Das ist natürlich nicht ungefährlich, weil letztendlich gibt es immer Investitionszyklen und natürlich auch die Gefahr, dass mal zu viel investiert wird und dann leiden sie natürlich darunter. In den Nasdaq gehören aber, wie gesagt, auch so Markenunternehmen wie Mondelez, so ein Lebensmittelunternehmen. Der eine oder andere kennt vielleicht Oreo oder Toblerone. Einfach was sehr, sehr Solides. Eigentlich, die und allen diese Firmen unterscheiden sich nicht so arg, traden auch immer relativ ähnlich, so um die 20er KGVs, wachsen damit 2-5%. Das sind so solide Aktien, wo man ruhig schlafen kann. Gibt auch eine kleine Dividende, seht ihr auch am Chart. Also das ist was für den defensiven Teil des Portfolios. Und auch einer der Gründe, manchmal gibt es ja so Risk-On-Tage an der Börse, wo viele eher offensive Aktien fallen. Und der Nasdaq hält sich dann auch ganz gut. Das liegt halt einerseits daran, dass solche Aktien drin sind und halt es auch so Schwergewichte, wo wir auch noch zu kommen, inzwischen auch mehr als defensive Aktien wahrgenommen werden. Auch sehr, sehr groß und unbekannt ist Analog Devices, die einfach von, sag ich mal so indirekt von diesen Megatrends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren, Elektrifizierung profitieren, indem sie halt ganz viele Chips in diesen kleinen Bereichen haben. Weniger jetzt Edge an der AI-Thema, sondern halt alles, wo es halt irgendwas elektrifiziert wird. Aktie, wie wir halt auch sehen, aber auch schon sehr, sehr teuer, absolut und relativ.
Und der Chart ist auch ein bisschen so am Widerstand. ADP ist auch ein Dividendenaristokrat, kennt man vielleicht auch unter dem Namen Automatic Data Processing, ist so ein Anbieter für Gehaltsabrechnungen, kommen eher noch aus der Offline-Welt, sind natürlich auch technologischer geworden, da gibt es natürlich auch neue Cloud-Anbieter wie Paycom Software, die vielleicht von der Technologie und dem Wachstum interessanter sind. Auch eine Möglichkeit, den AI-Boom und den Chip-Boom zu spielen mit was vielleicht noch ein bisschen zyklischer ist, aber nicht ganz so teuer, wäre Micron Technologies, einer der führenden Anbieter für Speicherlösungen. Ne? Und wenn ich immer mehr Daten habe, brauche ich natürlich auch immer mehr Speicher. Das ist auch ein Oligopol, da gibt es auch nur so 3-4 Firmen. Micron sind die größten amerikanischen, die Rest sitzen, glaube ich, in Korea, mit Hynix zum Beispiel. Aber ja, das sind halt auch teilweise Commodity-Preise für diese Dramen und Nahen-Themen. Zuletzt aber der Ausblick gut, auch wegen den Datencentern und darauf springt die Börse natürlich nur an. Aber ihr seht auch, dass in der Vergangenheit immer zyklisch war und wir jetzt wieder auf dem oberen Trendkanal waren. Auch Starbucks ist im Nasdaq drin. Die schaffen, dass man für einen Kaffee irgendwie 5 oder 6 Dollar zahlt. Ich finde es immer überteuert, gerade mit einer europäischen oder südeuropäischen Perspektive. Aber es hat sich halt so ein bisschen so als Third Place etabliert. Bars, die Leute trinken ja weniger Alkohol oder gerade ist natürlich auch tagsüber nicht so angesehen, wenn Leute sich auf irgendwas treffen wollen oder nach der Arbeit, neben Arbeit und zu Hause. Und davon profitieren sie, dass es da halt immer ein bisschen weniger gibt und sie einfach eine sehr, sehr starke Marke weltweit haben. Auch in China wachsen sie zum Beispiel. Regeneron ist ein weiteres Big Pharma-Unternehmen, was zum Beispiel im Bereich entzündliche Krankheiten, Augenkrankheiten, Krebs, was hat, ein bisschen teurer als der Rest, wegen stärkerem Wachstum. Das gleiche gilt auch für Vertex Pharma, auch ähnlich von der absoluten und relativen Bewertung, die sich ein bisschen mehr auf seltene genetische Krankheiten, zum Beispiel zystische Fibrose, konzentrieren. Aber das, ich sage ja auch immer, Pharma ist etwas, wo ich mich ein bisschen schwer tue. Es gibt halt die großen Pharmaunternehmen, wo jetzt nicht so der Wahnsinnshebel ist, auch wenn der Chart hier schön ist oder man kann es, sag ich mal, schwieriger beurteilen. Und natürlich hat man da auch Patentabläufe und bei den kleinen Biotechs ist halt oft immer eine Option, ob es da die Zulassung kommt oder nicht, was sich oft auch immer länger hinzieht. Eine meiner Lieblingsaktien aber, so die so ein bisschen Wachstum und Value verbindet und auch ein globaler Marktführer ist, in einem großen Wachstumsmarkt wäre Rebooking, weltgrößte Reiseseite. Ja, und wenn ihr Hotels sind teuer und die kriegen halt, wenn ihr darüber bucht, 10-15%. Die Leute buchen noch immer direkt über die App. Früher mussten immer noch mehr an Google zahlen. Und das ist natürlich schon eine Gelddruckmaschine. Den Hotels gefällt es nicht mehr so. Deswegen versuchen die natürlich, den direkten Kanal zu stärken. Aber wenn ich halt schon einen Booking-Kanal habe, ja, dann muss ich mich nicht da irgendwo anmelden. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe die Sicherheit, dass die Buchung auch da ist. Ne? Kann auch mal bei anderen, ja, dann ist schon passiert, ja, haben wir nicht, die Buchung ist nicht angekommen. Ich kann auch immer oder meistens canceln ohne Gebühren. Das ist natürlich schon gut. Und dafür ist die Bewertung im Verhältnis zu diesen anderen Firmen eigentlich wirklich auch human mit dem 21er KGV aktuell. Machen auch viele Aktienrückkäufe, aber sind natürlich ein bisschen rezessionsanfällig. Oder wenn ein Riesenkrieg ist, dann wird natürlich weniger gereist. Das nächste wäre Lam Research, auch so ein Zulieferer für die Halbleiterindustrie, die sich spezialisieren auf die Herstellung von Geräten zur Plasmaerzeugung und physikalischer Gasabscheidung in der Chip-Produktion. Auch hier gilt es gleich, was ich schon davor gesagt habe. Die Mechanismen, auch wenn es technisch sich da schon stärker unterscheiden mag, sind da ein bisschen ähnlich. Wenn halt viel in die Halbleiterbranche investiert wird, dann profitieren diese Firmen. Aktuell passiert das. Plus man hat diese AI-Fantasie und Ding. Ist halt die Frage, wie lange das andauert. Und sind natürlich auch schon große Konzerne mit 122 Milliarden. Honeywell, auch ein sehr, sehr breit aufgestellter Technologiekonzern. In ganz vielen verschiedenen Bereichen, aber auch ein schöner Chart und eine einigermaßen faire Bewertung. Also wenn man so ein bisschen breiteres Exposure zur Weltwirtschaft bekommen möchte, dann ist Honeywell sicherlich auch eine ganz gute Möglichkeit, die auch aber eher defensiven Charakter haben. Auch mal sehr heiß und auch wieder auf dem All-Time-High wäre Intuitive Surgical, die diese Da Vinci-Roboter bauen. Und wenn ein Arzt einmal darauf gelernt hat,
mit diesen zu operieren, das ist nicht so einfach, dann wechselt der auch nicht mehr. Sind sehr, sehr teuer, aber Operationen sind auch teuer und die Menschen in diesem Bereich, und wenn ich da weniger Fehler machen kann und die besser operieren, hat das natürlich einen deutlichen Mehrwert. Aktie ist natürlich schon, aber dafür schon sehr teuer, absolut mit 140 Milliarden und 75er KGV. Gab mal die Möglichkeit, die zu kaufen, als wir mal runterkamen. Jetzt wäre es wieder eher was für die Watchliste. Vielleicht machen wir ein Video dazu, aber bei der Bewertung All-Time High. Klar, es hat einen defensiven Charakter und viel Wachstum, aber es gibt auch neue Konkurrenz. Wäre mir das jetzt auch ein bisschen zu heiß. Auch typisches Big Pharma-Unternehmen, auch wenn sie eine der Begründer der Biotech-Szene sind, Amgen, waren auch nochmal günstiger und haben sich inzwischen zu einer Dividendenaktie gemausert. Hier ist aber halt auch das Thema mit den Patentabläufen und sie fokussieren sich auf Krebs, Knochenkrankheiten und Herz-Kreislauf-Probleme. Texas Instruments macht nicht nur die Taschenrechner, die viele vielleicht noch so von der Schule kennen, sondern ist auch ein Chip-Anbieter in allen Bereichen, Automotive, alles was, sag ich mal, Elektronik da irgendwie wächst. Sehr, sehr breites Portfolio. Aktie ist aber halt, wie wir halt auch sehen, schon sehr teuer. Ich weiß, ich wiederhole mich mit 10-mal Sales. Auch wenn sie halt teilweise in einigen Chips da sehr, sehr starke Marktstellungen haben. Applied Materials, auch ein weiterer Zulieferer für die Halbleiterbranche. Auch hier gilt, hat sich schon sehr, sehr gut entwickelt. Ist auch natürlich sehr stark gewichtet im Nasdaq mit 1,2%. Haben aber auch Software für die Herstellung von Chips und Flachbildschirmen. Aber hängen natürlich auch an diesem ganzen Zyklus. Eine eher Old Economy Aktie hingegen wäre Comcast. Das ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Kabelfernsehen, Internet und Mobilfunk. Sind, glaube ich, die Nummer 3 Mobilfunk, Nummer 2 im Internet und Kabelfernsehen. Aber ihr seht, wenn man halt in ein, zwei Bereichen Gegenwind hat durch neue Technologien oder wenn man nicht mehr wächst, dann macht auch die Aktie auch nicht so viel. Dafür ist sie natürlich jetzt relativ günstig. Allerdings sollte man natürlich noch die Schulden mit reinrechnen, dann normalisiert sich so ein bisschen die Bewertung. Wäre für mich jetzt auch nicht so spannend, wenn man Dividende will, dann glaube ich, gibt es Firmen, die sicherer ist und höher ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Fantasie. Ein ganz tolles Unternehmen finde ich Intuit, war ich auch schon mehrfach investiert, aktuell nicht, weil ich es einfach auch sehr, sehr teuer finde, auch wenn es Wachstum gut ist, aber 60er KGV, 11-mal EV Sales. Ja, und teilweise, sie haben zum Beispiel Mailchimp gekauft, wo ich ja zum Beispiel auch meine Newsletter mit verschicke, finde ich auch in der Beschreibung zu diesem Video. Und die einzige Innovation ist irgendwie, dass sie da die Preise erhöht haben. Ich habe auch überlegt, da mal zu wechseln. Ist ein To-Do, ja, gibt es auch einen Anbieter, Vercom zum Beispiel, auch eine Aktie von mir. Die machen das Gleiche irgendwie für ein Drittel der Kosten aus Polen. Und weil so schwierig ist das ja auch nicht. Und sie sind halt so ein führender Anbieter für alles ganze Steuererklärungen, Buchhaltungssoftware. Da glaube ich, kann AI halt, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel verbessern. Ist dann die Frage, ob es von denen kommt. Wahrscheinlich ist der größte Teil der Wertstellung eher auch so Steuerberater. Tolles defensives Thema, weil das ist die Software, die jedes Unternehmen irgendwie braucht, aber ist halt auch schon im Preis drin. Intel hat sich auch wieder berappelt, ja, war ja mal richtig weit unten, so also vom Tief haben sie sich auch fast schon wieder verdoppelt und sie gehen halt jetzt auch den Weg, dass sie ihre Chipfabriken öffnen. Zuletzt war ja das bessere Modell, dass man Chip-Designer ist wie Nvidia oder AMD und das dann bei TSMC oder Global Foundries produzieren lässt. Intel war integriert, ist halt immer die Frage, wenn ich das halt öffne, dann, ich bin halt aber auch zu den Konkurrenz zu meinen Kunden, haben sicherlich da ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, der neue CEO ist ein bisschen technisch besser und ist natürlich immer auch noch eine Macht in einigen Bereichen und könnte natürlich auch ein Comeback kommen, wobei sie jetzt erstmal liefern müssen, weil sie haben viel Schulden und vom Gewinn für die Bewertung haben sie es auch noch nicht gezeigt. Qualcomm, weiterer Chiphersteller vor allem im Bereich Mobilfunk und 5G-Chips, wo zuletzt Smartphone ist natürlich jetzt nicht mehr so der Wachstumsmarkt, deswegen sind die Multiples hier auch ein bisschen humaner. Auch eine schöne Aktie, T-Mobile USA, davon hat natürlich auch die Deutsche Telekom profitiert und auch die Fusion mit Sprint war gut, Bewertung ist human und vor allem die Konkurrenz in der USA ist nicht so stark. Sie waren da immer ein bisschen der Underdog, aber auch wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wobei natürlich vielleicht irgendwann mit SpaceX eine neue Konkurrenz entsteht, dass ich mit dem
Satellitentelefon mein iPhone irgendwie bedienen kann, ja, oder dass ich dann keine extra Technik mehr bekomme, dann wird natürlich da eine neue Konkurrenz entstehen. Das muss man beobachten. Ich finde per se den Sektor deswegen halt auch nicht so spannend. Cisco Systems war vielleicht das Nvidia der 2000er. Die haben die ganze Netzwerktechnologie damals hergestellt, ja, und das hat man damals gebraucht und hat gesagt, so, ja, das Internet explodiert und Wahnsinnsmargen. Dann kam aber halt auch neue Konkurrenz auf und Investitionen gingen runter und das hat man dann auch beim Aktienkurs gemerkt. Aktie dümpelt eigentlich zuletzt so ein bisschen vor sich hin, hat auch zum Beispiel neue Konkurrenz durch Arista und verliert eher Marktanteile. Deswegen, auch wenn die Aktien nicht so teuer ist, finde ich das dann nicht so spannend, ja, von der Seite. Auch Adobe, ich bin nicht der Fan so von den Produkten, das ist wirklich sehr, sehr teuer. Ich habe meine Abi-Zeitung mit Adobe InDesign machen müssen und fand das Programm nicht gut. Auch Sachen wie Logo-Design sind wirklich schwierig. Es gibt Lösungen wie Canva.com, die irgendwie umsonst sind, einfach zu benutzen und zum Beispiel für Thumbnails oder für Einsteiger komplett ausreichend sind. Sie haben natürlich ihre Nutzer, die sie weiter schröpfen und haben auch andere Bereiche. Aber durch die Cloud gibt es da halt echte neue Konkurrenz, die vor allem halt auch im Pricing was machen. Linde ist neu in den Nasdaq gekommen. Nach der Fusion vom Praxair ist jetzt ja ein amerikanisches Unternehmen oder halb deutsch, halb amerikanisch. Und auch ein Dividendenaristokrat, Weltmarktführer bei Gasen. Hängt natürlich auch in der Weltwirtschaft, aber sehr lean und gut geführt. Ist auch aber profitiert halt auch von diesen ETF-Flows. Auch eine schöne Aktie für Buy and Hold Aktionäre, was halt den Nasdaq-Index halt auch schön abrundet, ist eine PepsiCo, die noch ein bisschen breiter aufgestellt ist als Coca-Cola, denn sie haben auch Snack-Bereiche und auch ein stärkeres Wachstum, zuletzt auch eine bessere Entwicklung. Ja, ihr seht einen wirklich sehr, sehr schönen Chart, auch mit einer ordentlichen Dividende. Also das ist eine Aktie, die ich in dem Bereich sehr gut finde. Wobei zum Beispiel mein Aktienfonds, der Haas Invest for Innovation Fonds, ist natürlich ein offensiver Fonds, wo sowas dann jetzt nicht reinpasst. Da gibt es dann genug andere Unternehmen, wie zum Beispiel Netflix, aktuell auch nicht drin, weil es auch sehr, sehr teuer war, aber war mal drin, wurde dann verkauft. Inzwischen auch wieder mit 2% gewichtet. Wobei ich finde den Content zuletzt halt auch irgendwie ein bisschen schwächer und dieses Alleinstellungsmerkmal, ne? Sie haben TV eigentlich kaputt gemacht, das Produkt ist so viel besser, ich habe keine Werbung, ich kann schauen, wann ich will, aber so langsam, ne, es gibt Disney Plus, es gibt HBO Max, es gibt Amazon Prime, von den Sachen, also letztendlich von der Wahrnehmung ist halt dann auch irgendwann immer nur noch so ein großer TV-Sender, wo der Content ein bisschen gefühlt nachgelassen hat. Ich habe auch mal überlegt zu kündigen. Aktuell macht man es noch nicht aus Gewohnheit, weil es kommt da immer mal wieder was von der Seite. Aber die Brand ist natürlich schon sehr, sehr stark. Das gilt auch für Tesla. Jetzt kommen wir wirklich zu den Schwergewichten dieser Aktien. War ja der absolute Highflyer vor 2-3 Jahren. Jetzt kommt natürlich auch mehr Konkurrenz aus im Elektrobereich und Elon Musk ist auch mit anderen Dingen beschäftigt. Trotzdem, man sollte nicht unterschätzen, wenn er da dabei bleibt und vielleicht das ein oder andere noch in das Unternehmen mit reinbringt, weil sie natürlich auch eine Branche, ähnlich wie Netflix, komplett revolutioniert haben. Die Automobilbranche, die sehr, sehr groß ist und jetzt auch nochmal in Energie und Robotik und so reingehen, verkaufen sich natürlich gut, aber ja, ist schon Wahnsinn, wie groß die Verkaufszahlen sind, auch in der Produktion. Und da werden sich leider auch gerade die Deutschen noch sehr, sehr warm anziehen müssen, weil sie da einfach sehr, sehr agiler sind. Allein schon, wie schnell sie eine Fabrik aus dem Boden stampfen. Wäre für mich sowas eine Beobachtungsposition. Gibt es auch das gute Buch von ihnen, wer das mag. Aber ich verstehe auch absolut, dass man dann hier nicht dabei ist. AMD ist so die Nummer 2 hinter Nvidia, die jetzt auch so einen AI-Chip rausbringen. Ihr seht, ein Monopol gibt es da nicht, wobei Nvidia halt bei der Software deutlich weiter ist und AMD hat auch andere Bereiche. Aktie ist mit 300 Milliarden. Ist schon sehr, sehr viel Fantasie eingepreist und von der Profitabilität können sie es noch nicht zeigen. Jetzt kommen wir eigentlich zu 2 Aktien, denn eigentlich sind im Nasdaq 199 Aktien drin, weil Alphabet ist 2-mal drin. Einmal mit der Google und einmal mit der Google L. Finde ich immer noch, wenn wir so jetzt durchgehen, ne? Also wie hoch die Bewertungen waren, dann relativiert sich so ein bisschen die Bewertung hier von 21 HGV mit Net Cash bei Google. Klar ist halt auch die Frage,
ist AI eine Chance oder ein Risiko, ne? Wenn ich solche neuen Tools habe, werde ich dann weiterhin suchen, weil so gefühlt ist natürlich schon eine Antwort aus so einem ChatGPT dann oft besser als irgendwie 20 Webseiten mit Werbung. Aber sie sind natürlich auch sehr, sehr stark in AI und dieses, sag ich mal, das ist auch sehr, sehr teuer, diese AI zu betreiben. Das ist natürlich diese Suchergebnisse günstiger und sie haben natürlich mit YouTube auch viele andere Bereiche. Also es ist sicherlich kein Rückenwind, das neue Thema, aber es bieten sich halt auch Chancen und die Leute sind auch sticky. Ja? Also ich glaube, für die ein oder andere Suche nutzt man vielleicht dann mal ChatGPT, aber ja, das sind dann wahrscheinlich auch nicht so die Geldsuchen. Also wenn, und ich will ja, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Versicherung online kaufen, damit verdienen sie Geld. Das mache ich wahrscheinlich nicht bei ChatGPT, aber ist natürlich langfristig was, was man beobachten sollte. Auch ein absoluter Highflyer, auch ein Nasdaq, Costco. Eine Lieblingsaktie von Charlie Munger, aber ja, also 45er KGV, es ist halt letztendlich nur ein Einzelhändler, ohne irgendwie Online-Präsenz. Es ist teurer als Amazon, wo ich irgendwie das AWS-Thema dabei habe. Und das kaufe ich mir halt auch im Nasdaq mit, was man wissen sollte. Und jetzt kommen wir zu den absoluten Schwergewichten. Also das sind dann wirklich jetzt nach meiner Gewichtung, jetzt bis jetzt wäre es eine Momentum-Position gewesen, jetzt wären es dann wirklich Kernpositionen. Das erste wäre Broadcom. Wirklich ein 600 Milliarden Unternehmen, fast wahrscheinlich relativ unbekannt, die halt massiv auch von dem ganzen Thema AI, Investitionen in Datenzentren profitieren, jetzt mit VMware zusammengehen. Werde ich definitiv mal ein Video auch zu machen, ist schon länger auf der To-Do-Liste, aber wie ihr halt auch seht, 60er KGV, EV Sales 12, 600 Milliarden. Das ist schon sehr, sehr viel. Ja, und selbst nach dem Anstieg ist da eine Meta-Plattform mit 24 deutlich günstiger und, glaube ich, halt auch schwieriger zu ersetzen, da viele Menschen damit aufgewachsen sind. Jetzt zahlen auch noch Dividende, wären für Dividendenfonds interessant. Allerdings muss man natürlich auch beachten, was passiert mit TikTok, an wen wird es verkauft, wenn es ein amerikanisches Unternehmen wird, steht da auch Konkurrenz, aber es ist eigentlich das letzte der großen Tech-Internet-Unternehmen, die noch vom Gründer geführt werden. Und Mark Zuckerberg sollte man nicht unterschätzen. Hier sehen wir auch, ja, die Aktie war mal eine Kernposition im Fonds, ist jetzt aktuell eine Momentum-Position. Und auch diese Übertreibung nach unten, nach oben, finde ich auch ein Argument gegen effiziente Märkte. Und ich erkläre es mir auch ein bisschen durch ETF-Flows, ja, wenn dann die Gewichtung niedriger wird, dann wird da verkauft und solche Themen. Und das ist dann immer so selbstverstärkende Prozesse nach oben, unten, was natürlich für aktive Investoren auch eine Chance sein kann. Auch absolutes Schwergewicht. Vielleicht war mal das beste Unternehmen der Welt, jetzt, wenn Jeff Bezos draußen ist, weiß ich nicht mehr, aber sind einfach sehr, sehr breit aufgestellt. Amazon vom abgeblickten E-Commerce-Unternehmen, aber zum Beispiel immer noch kleiner als Alibaba, aber sie sind halt der absolute Platzhirsch im Bereich Cloud Computing mit AWS, da können sie noch so viel machen, steht wahrscheinlich für die Hälfte der Marktkapitalisierung von 1,8 Billionen US-Dollar und zumindest auf 25, die Schätzungen sind vielleicht ein bisschen aggressiv, aber sind sie günstiger als Costco, also das wäre auch dann vielleicht mal ein relativer Value Play, Long Amazon, Short Costco. Ah, und das ist auch mit 5% dabei. Wie gesagt, meine Frau hat mal dafür gearbeitet. Super Unternehmen, auch von den Leuten. Aber man stößt natürlich auch langsam ein bisschen an die Grenzen des Wachstums. Und Microsoft ist auch ein guter Konkurrent im Cloud-Segment. Nvidia, ja, der Highflyer der letzten 2 Jahre und der Category-Leader im Bereich AI. Wahnsinn, was sie da auch gemacht haben. Von den Finanzzahlen ist es auch gar nicht so mega teuer. Die Frage ist halt einfach nur, können sie irgendwelche Chips, die 2.000, 3.000 Dollar in der Herstellung kosten und dann für 30.000 oder 40.000 Dollar verkauft werden? Also ich kenne kein Beispiel, dass ich solche Margen langfristig im Hardware-Bereich irgendwie haben möchte, weil wir haben es gesehen mit AMD, es kommt neue Konkurrenz. Diese Hyperscaler, also die Kunden sind ja nicht viele, es ist eine Meta-Plattform, es ist eine Amazon, eine Microsoft, die bauen natürlich auch eine Google, die bauen auch an eigenen Lösungen. Also ich glaube, das wird halt nicht so ewig gehen von ihrer Pricing-Macht. Aktuell ist das noch so, aber das kann halt in 2, 3 Jahren anders ausschauen.
Und teilweise vielleicht kannibalisieren sie sich selber. Ja, sie bringen einen neuen Chip raus, der 10-mal besser ist, aber gleich viel kostet, dann brauchen die Leute vielleicht auch weniger. Und aktuell wurde halt viel trainiert, diese AI-Algorithmen. Und das nächste wäre Inference, da ist dann auch AMD stärker. Muss man abwarten, ist einfach aktuell sehr, sehr viel Hype drin. Aber natürlich ein absolutes Weltklasse-Unternehmen mit 2,2 Billionen. Dafür, dass sie nur Chips designen, ja, die noch nicht mal produzieren. Und wenn irgendwas mit China passiert, haben sie auch ein Problem. Ist da, glaube ich, einfach viel eingepreist. Bei Apple war ich ja auch Investmentthemen für 2024 ein bisschen kritisch, waren für das Wachstum einfach zu teuer, sind sicherlich von den Large Caps year to date bisher auch eine Enttäuschung. Langsam kann es dann irgendwann auch mal wieder interessant werden, wobei sie sind schwach im AI-Bereich. Und wenn wir ein bisschen Rezession bekommen, dann kaufen die Leute auch mal später ein iPhone. In China mehren sich die Probleme und auch dieses neue Headset. Ja, ich glaube, es hat eher so gemischtes Feedback bekommen, gerade so im Massen-Use-Case. Das wird auch noch lange dauern und ist natürlich jetzt auch nicht maßlos überbewertet, wenn man die anderen Nasdaq-Firmen hier sieht, aber es ist sicherlich auch nicht unterbewertet von der Seite. Ja, und das kauft man halt, wenn man den Nasdaq kauft und im letzten Jahr haben sie ja auch den Nasdaq getrieben, ne? Wenn so eine Aktie 30-40% steigt, bei 7% jetzt sind es mal 2% und das höchste Gewicht wäre dann Microsoft, die halt A vom Cloud-Segment und von der AI-Fantasie profitieren. Sie sind bei ChatGPT dabei. Ich nutze allerdings keine Microsoft-Produkte mehr. Es war mal wirklich extrem uncool von der Seite. Und 36er KGV, 3,1 Billionen ist schon sehr, sehr viel. Sie können natürlich immer weiter irgendwie da die Preise erhöhen. Aber vielleicht ist irgendwann das auch mal vorbei. Aber bis jetzt liefern sie, haben super CEO, also einer der ganz wenigen erfolgreichen Restrukturierungsfälle. Aber wenn wir es auch hier sehen, es ist halt von der absoluten Größe. Wo soll das noch hinführen? So, wir sind durch. Ja, es ist mit fast 9% dabei. Ne? Also wenn die Aktie mal 10% fällt, dann ist man auch beim Nasdaq minus 1%. Aber welche wären jetzt meine Favoriten? Anders als im ersten Teil habe ich mich hier leicht getan, bin ja auch in einigen Aktien investiert. Aber ihr seht auch, es gibt wenig günstige Aktien. Und 5 davon finde ich akzeptabel. Das erste sicherlich PayPal, das ist sicherlich die krasseste Unterbewertung für mich im Nasdaq, wenn wir es so durchgehen, für die Marke und für das Wachstumspotenzial und auch vor allem mit dem neuen Management, was sie da machen können. Alphabet und Meta sind wirklich okay bewertet, sind sicherlich nicht günstig, aber so solide Momentum-Positionen mit KGVs um die 20, immer noch guten Wachstum, was auch für Booking gilt. Und vielleicht erholt sich auch mal China und Pinduoduo, zuletzt super Zahlen geliefert, ist dafür auch nicht teuer, aber man hat halt natürlich ein bisschen die politischen Risiken. Das waren also meine 5 Favoriten, auch für den gesamten Nasdaq 100. Wenn du das erste Video noch nicht geschaut hast, schau da gerne mal rein. Ich finde, wenn man in Nasdaq investiert ist, sollte man die Aktien kennen. Vielleicht hat man auch neue Ideen gefunden oder man möchte Large Cap Tech, oder es ist ja nicht nur Tech, auch mit was ergänzen, was ähnlich günstig ist, aber halt auch nochmal diversifiziert in kleinere Firmen investiert, dann schaut euch mal meinen Haas Invest for Innovation Fonds an, der in globale Tech-Unternehmen investiert, aber natürlich nicht nur in die großen, sondern auch in kleinere und auch in Schwellenländer, Japan etc., was eigentlich den passiven Gedanken noch weiter treibt, weil wir haben halt auch gesehen, alle Leute sagen, ja, ich bin ETF-Investoren, aber man kauft halt schon eine Klasse von Aktien vor allem, weil MSCI World sieht auch nicht so krass anders aus. Man kauft halt Large Cap USA und vor allem Large Cap Tech mit doch gewissen Klumpenrisiken von den Bewertungen, was bis jetzt kein Problem war, aber natürlich irgendwann mal kommen kann und gerade vielleicht, wenn die Zinsen mal fallen, heißt es nicht, dass diese Aktien dann irgendwie abstürzen, aber dass Leute auch mal sagen, okay, ich gehe wieder in offensivere, in kleinere Aktien, könnte ich mir gut vorstellen, aber eine Glaskugel habe ich natürlich auch nicht. Und natürlich auch gern kommentieren, wenn ich nochmal ein Video zu einer dieser Aktien hier machen soll, wo es noch keins gibt. Und wenn dir das Video gefallen hat, natürlich gerne liken, den Kanal beitreten und auch den Newsletter, wo diese Videos verschickt werden. Ciao und bis zum nächsten Mal.